LG hat sein meistverkauftes Modell auf ein neues Level gehoben. 100% elektrisch und familienfreundlich war auch diesmal wieder oberste Prämisse beim Facelift, womit der facegeliftete MG ZS EV auch künftig für modernes Design und gute Verarbeitungsqualität stehen wird. Es ist ja der ZS EV ist erst seit 2 Jahren am Markt. Das heißt, da haben unsere Hersteller sehr schnell reagiert. Es waren einige Dinge, die vom Markt gekommen sind, das Feedback, wo man gesagt hat, okay, da würde man gerne verbessern. Das war zum Beispiel ein Thema ist ja wie immer bei Elektrofahrzeugen Reichweite. Da ist es so, dass wir jetzt aktuell dann quasi 2 Akkus anbieten können, mit einem 320 und einem unglaublichen 440 Kilometer. Mit 70 Kilowattstunden haben wir da denselben Akku, der da im Marvel verbaut ist und der größte im Segment, also das wird sehr interessant. Und andererseits hat man das Auto auch innen sehr erwachsen gemacht, wenn ich so sagen darf. Also man hat da elektronisches Dashboard jetzt eingebaut, es hat als Lenkrad dementsprechende Aufwertung bekommen, da hat man jetzt einfach wirklich mehr in der Hand. Und er hat auch ein fließendes Cockpit bekommen, wo es also auch einen schönen großen Touchscreen gibt. Also das Auto hat sich innen auch extrem gut weiterentwickelt. Stellt sich natürlich sofort die Frage, wo ordnet er sich preislich ein und wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? Also es ist so, dass wir, so wie alle Mitbewerber, auch betroffen sind. Interessanterweise aber nicht in so einem dramatischen Ausmaß. Wir hatten heuer so rückwirkend betrachtet einmal eine Phase von ungefähr 18 Wochen, wo wir uns schwer getan haben, die Plug-in-Hybride zu liefern. Aber seit das überstanden ist, über so Anfang August, sind wir gut verfügbar. Fürs erste Quartal sehe ich das sehr positiv. Wir haben also im Werk jetzt bereits klar über 300 Marvel geordert. Da mache ich also auch die Zusage, dass wir die kriegen im ersten Quartal. Also sehr erfreulich. Also das ist im Prinzip momentan sicher einer unserer USPs, dass wir verfügbar sind. Also wir haben ja schon auch weit über 100 Marvel verkauft und das kommt beim Kunden nicht sehr gut an. Wir haben ja bei MG so quasi diesen Zugang Simply Choice. Also wir haben immer 2 Ausstattungsvarianten, quasi einen Komfort und einen Luxury. Der Komfort wurde von der Ausstattung sehr aufgewertet. Das war ja schon quasi beim Vorgängermodell keine Basisausstattung, sondern also ein mittleres Backlevel. Und der beginnt quasi mit dem kleineren Akku mit 320 Kilometer Reichweite bei 34.000 Euro. Und damit sind wir also klar unter Förderung abgezogen, klar unter 30.000. Das ist also ein Ziel, das wir uns da gesetzt haben. Themenwechsel noch zum Marvel R aus der MG-Palette. Wir sind ja live gegangen Ende Juni mit dem Marvel, haben da Pressevorstellung gemacht, haben dann wirklich extrem viel Nachfrage bekommen. Man muss immer bei uns 2 Parameter mitnehmen. Einerseits eine sehr junge Marke im österreichischen Markt und andererseits ja auch ein Preisniveau in Vollausstattung um die 50.000 Euro. Darum hat mich also sehr erstaunt, dass dieses Fahrzeug einfach zu extrem viel Interesse im Vorfeld geführt hat. Also bis wir dann schlussendlich die ersten Autos so Mitte Oktober bekommen haben, haben wir über 700 quasi Fixinteressenten gehabt. Das war echt super toll. Wir konnten also 80 Fahrzeuge quasi heuer noch bekommen, die sind als Händler schon ausgeliefert. Wir haben teilweise schon Kundenfahrzeuge ausgeliefert, was extrem erfreulich ist. Das hat uns sehr in die Karten gespielt, dass wir ja auch auf das deutsche Kontingent zurückgreifen können und Österreich ja ein klassischer 4x4-Markt ist und der deutsche Markt ja weniger. Das heißt, wir können von den Performance, die ja beim Marvel dann auch Allrad haben, einfach aus dem Deutschen, aus dem Vollen schöpfen. Und wir haben jetzt quasi das Erstkontingent, haben wir über 70 Allrad bekommen. Also wir werden 22 jetzt im ersten Quartal eben diesen ZS ins Volumen bringen. Ich habe da schon wirklich gute Autos vorbestellt. Wenn wir die alle kriegen, rechne ich doch mit einem Absatz um 200 Fahrzeuge im ersten Quartal. Und dann im zweiten Quartal kriegen wir den ersten vollelektrischen Kombi. Das ist wirklich das erste vollelektrische Kombi-Angebot für den europäischen Markt. Der wird MG5 heißen, wird es auch in 2 verschiedenen Reichweiten geben, so 320 und 400 Kilometer. Da erwarten wir dass das unser Volume-Seller werden wird. Weil wir einerseits ein super Angebot für den Privatkunden haben. MG setzt sich ja immer auch das Ziel, quasi Elektromobilität erfahrbar zu machen. Aber das ist auch halt ein richtig gutes Auto für den gewerblichen Kunden. Und gepaart mit diesen 400 Kilometern Reichweiten, Vorsteuerabzug natürlich, rechne ich schon sehr stark damit, dass wir da spätestens ab Mai, Juni gut ins Volumen kommen. Ich glaube, das wird der meistverkaufte MG nächsten Jahres.
Die ursprünglich britische Traditionsmarke wird künftig wohl auch am heimischen E-Mobility-Markt mitmischen und somit für nachhaltige Mobilitätslösungen sorgen. Mit den vollelektrischen Modellen MG ZS EV, MG Marvel R und dem ersten Kombi mit der Bezeichnung MG 5 geht man durchaus zuversichtlich in die Zukunft. Mit an Bord ist künftig mit Avral, einer der führenden Anbieter beim Thema Full-Service-Leasing und Mobilitätslösungen.